Minecraft-Technik. Was zuletzt geschah. Unser Held hat ausgiebig mit der Bienenzucht angefangen. Da werden Finger in Honig gesteckt und Bienen analysiert. Hi ho Leute, da sind wir wieder. Ich stehe noch ziemlich genau da, wo wir aufgehört haben, denn hier sind mittlerweile Bienen fertig. Was mir ziemlich gelegen kommt, denn wir sehen direkt, wir haben hier eine Common Forest, okay. Und das hier ist Meadows Forest und hier haben wir Forest Meadows. Da gehe ich mal direkt wieder rein, in der Hoffnung, dass da mehr Common draus wird. Hier ist leider wieder eine Common draus geworden, was ein bisschen doof ist. Habe ich mir eine gute Diligent-Drohne kaputt gezüchtet. Cultivated Diligent und was haben wir hier? Cultivated Diligent, gut, da ist die Entscheidung recht einfach. Schwupp, schwupp, die gehen da auch wieder rein. Ich bin an der falschen Tastatur, deswegen tut sich da nichts, wenn ich die Tasten hier drücke. So. Haben wir draußen ja auch noch eine, neben dem Enderstone, der da aber noch ist. Aha. Warum ist denn die Forest Drone da drin geblieben? Ach, wahrscheinlich, weil ich aus Versehen auf eine Königin das drauf getan habe. Tiff und Forest noch mit drin. Forest Meadows Hybrid oder richtige Forest? Ja, da habe ich die da einfach mal. Nein, das wollte ich gar nicht. Habe ich die da für eine Königin reingetan mit einer Prinzessin zusammen, ohne das zu merken. So, und es geht weiter für die. Ich denke, ich werde. Diese hier möchte ich gerne noch behalten. Und dann stehen wir jetzt nicht vor der Frage, wie werde ich das mit den Bienen weitermachen? Und ich denke, ich werde es erstmal so machen, dass ich die Bienen hier erstmal arbeiten lasse. Ich bräuchte vielleicht noch eine weitere Truhe, um halt zuzusehen, dass die besser mehr werden. Und ich werde mich wohl hinstellen und werde offscreen daran recht viel machen. Einfach immer wieder mal züchten lassen und dann zwischen den Folgen zeigen, was sich so getan hat. Einfach deswegen, weil das sonst viel zu unübersichtlich, viel zu langwierig wird. Ich könnte jetzt nach 2 Minuten Videoaufnahme mich hinstellen, sagen, ich mache einen Cut, bis das durch ist. Und dann mache ich damit weiter. Ist natürlich ein bisschen doof. Stattdessen habe ich mir vorgenommen, dass wir heute doch nochmal in The End gehen und uns an dem Drachen versuchen. Habe ich zwar noch nicht, aber kann man ja mal machen. Und ich möchte dafür ein Schwert mitnehmen, was ich hier kürzlich noch gemacht hatte. Nämlich Sharpness und Disjunction, was durchaus gut werden kann. Wir brauchen den hier auf jeden Fall. Wir nehmen den Mining Laser mit, weil der sehr viel kann. Und wir nehmen den Bogen da unten mit rein. Auf die Soul Shards pfeife ich jetzt mal. Aber wir werden hier noch auf jeden Fall aufladen müssen. Und ich sollte die Schuhe währenddessen schon anlassen, damit ich nicht so viel falsche anbekomme. Ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich habe mich mit dem Drachen selbst ja auch noch nie selber angelegt gehabt. Das wird jetzt also auch Versuch 1. Ich überlege gerade, was ich da vielleicht noch mitnehmen sollte. Zum Beispiel Cobblestone. Jetzt sollte ich die dann doch wieder ausziehen. Wir haben da zwar noch reichlich Cobblestone da, aber den muss ich ja nicht unbedingt mitnehmen. Und was ich auch machen sollte, ist mein Buch schon mal rausholen, um wieder zurückzukommen. Dann stehe ich irgendwann vor einem Problem. Nämlich in dem Moment, in dem ich es dann doch brauche. Ach, hier wird leider nachgepumpt. Oh ja, ich bin schon gar nicht mehr auf Coal-Cork-Betrieb. Das kommt davon, wenn man zwischendurch offscreen immer wieder Sachen macht und wenn es nur rumprobieren ist. Aber ihr füllt hier noch nach, oder? Ja. Das lasse ich erstmal so, denn da wird noch genug über lange Zeit nachkommen. Und ich habe mir auch noch, glaube ich, mal ein zu viel mitgenommen von der Coal-Cork. Das ist natürlich ärgerlich. Rein. Immer noch 5000 drin. Danach muss ich dann mal auf Holzkohle umstellen oder halt von der Coal Coke hier erstmal was reinpumpen. Ich meine, 20 Stacks sollten auch erstmal genügen. Und hier sind wir mittlerweile bei 21.000 Holzkohle. Ja, und dann Cobblestone, hatte ich gesagt. Vorher möglichst wenig die Energie beim Springen wieder verbrauchen. Ich hätte eigentlich auch in den Keller gehen können, da hätte ich auch Cobblestone noch drin gehabt. In der Fabrik, aber egal, jetzt bin ich hier.
Ich lege das mal statt dem Backpack dahin. Das werde ich nämlich hoffentlich nicht brauchen. Nano-Saber haben wir noch dabei. Das dürfte auch voll sein, ja. Für richtig Punch. Ich habe übrigens auch noch ein paar andere Mods geupdatet. Deswegen sieht man jetzt hier zum Beispiel, was wie viel EU geben kann. Oder solche Sachen. Das ist die neueste Version von NEI-Plugins. Und ich finde das eigentlich ganz gut, dass man sehen kann, was wie viel Minecraft-Joule und EU geben kann. Deswegen habe ich es jetzt erstmal drin gelassen, bis ich das bei allem mit drin habe. Weil sonst bei einigen Sachen übersehe ich halt einfach, dass die das können. Zum Beispiel Blaze Rods kann man super gut nehmen dafür. Wie Direwolf. Gut, für mich ist heute der Tag, an dem wir das Video gemacht haben. Diejenigen von euch, die ihn gucken, kennen das dann dementsprechend schon. Upsala, da geht es ja schon los. Schon länger. Dass er da was gezeigt hat, wie man. Erstmal einmal ausweichen und hier. Ich weiß nicht, ob ich hier hochkomme. Nein, komme ich nicht. Aber so kommen wir hier hoch. Jetzt ist die Frage, wie viel du brauchst oder was ich. Ah, so geht das, okay. Kommen wir hier mit einem Zug hoch? Er ist gerade am Ende gut. Weil sonst habe ich wieder das Problem. Ah, sollst du hier einen Stein hinbauen. Wenn er mich hier erwischt und mich da runterhaut, nach in die falsche Richtung, dann sehe ich alt aus. Na, komm schon. Vielleicht kann ich das hier in der Ecke besser. Das hat letztes Mal auch geklappt. Da hier gibt es keinen. Das ist natürlich frech. Wenn er mich jetzt runterhaut, wird es unschön. Dann müssen meine Stiefel ganz viel Schaden absorbieren. Und zum Glück bin ich nicht ganz runtergefallen, sondern kann hier die Dinger mitnehmen. Ich weiß auch nicht, ob die sich quasi wieder regenerieren, wenn ich hier jemals wieder rausgehen und wieder reingehen würde. Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Ich glaube, ich könnte es tendenziell auch machen, dass ich da zum Beispiel mit dem Mining Laser arbeite, um runterzukommen. Aber ich glaube, so geht das erstmal ziemlich gut. Und ich finde das auch unheimlich viele. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber wie das bei anderen jemals war. Auf was stehst denn du? Horizontal. Low Focus Long Range. Ob ich damit wohl da dran komme? Nämlich leider nicht. Das hatte ich schon fast befürchtet, dass das nicht so einfach wird. Aber zum Glück komme ich hier recht Cobblestone-sparend drauf. Ich muss hier nicht komplett mit Cobblestone jedes Mal hoch und runter bauen. Ich wüsste ad hoc auch nicht, wie ich das hier ohne Quantum Suit sicher hinbekommen würde. Weil ich nicht weiß, gut, ich weiß nicht, wie viel Schaden er macht. Ob ich das mit einer Diamantrüstung nicht vielleicht überleben würde. Okay. Oh, das war nicht ganz so schwer. Den hatten wir ja schon mal irgendwann mitgenommen. Der ist auch noch weg. Das heißt, scheinbar regenerieren die sich wohl nicht. Da ist er unter uns durchgesegelt. Das war ein guter Fall, aber wir haben immer noch genug über. Na, komm schon. Hier ist er gerade. Oh ja. Das hat uns ganz schön auf die Hose geschlagen. Jetzt also auf die Stiefel. Ich kann besser eine andere Ecke nehmen und nochmal hoch. Das ist leichter. Und wieder einsacken. Hier wäre eigentlich der aus dem. Oh, es ist schade, dass mir das nicht früher eingefallen ist. Ich habe ja das Quantum Pack drin. Und da drin gibt es auch noch den Quantum Accumulator. Und der wäre hier eine vernünftige Ergänzung. Weil das ist eine Box, die ich auf den Boden stellen kann. Und damit könnte ich mir halt noch mehr Zeug für meine Schuhe mitnehmen an Strom. Und den haben wir auch weg. Ich weiß auch gar nicht, ob man im Endeffekt alle hinter platt haben muss, um den kaputt knacken zu können. Oder ob ich es schaffe, dass er quasi vorher auf einer Seite ist und ich ihn dort kaputt bekomme. Aber was ich weiß, dass wir von. Ja, da hat die Druckwelle schon einen kaputt gemacht und ich will mal versuchen.
Ob wir hier nicht vielleicht ein paar durch Schießen wegbekommen. Ich kann mir das mal ein bisschen einfacher machen. Sehr schön, den haben wir erwischt. Das war noch ein bisschen zu weit unten. Das war immer noch zu weit unten. Dann gehen wir noch ein Stückchen höher. War immer noch zu weit unten und noch ein Stückchen höher. Gefühlt sehen kann ich es natürlich auf die Distanz nicht. Ja, den haben wir auch noch erwischt. Sehr schön, dann müssen wir nämlich nicht bei allen einzeln hoch. Jetzt ist die Frage, wo bin ich hier hochgekommen? Ich glaube, hier auf der Seite, oder? Ja. Und bevor ich hochgehe, 1, 2, 3, da hinten ist der nächste. Upsala, ich sollte schon mit runter. So, dass ich da dann... Die beiden haben wir auseinandergenommen. Da stecken noch meine Pfeile dran. Dann kann ich nämlich... Ich glaube, ich nehme hier den hohen. Da muss ich nicht so nah an die Kante. Ich traue der Kante nämlich nicht, eindeutig. Mal, dass er mich jetzt gerade erwischt. Wo ist er denn? Ah, er ist noch da hinten. Okay, weil hier aus. Puh. Dem weichen wir mal so gut es geht aus. Das waren Glanzschüsse. Wow. Oho, den habe ich auch getroffen. Also da unten ist noch einer, den ich mal dringend kaputt haben musste. Und den da müssten wir mal ganz dringend kaputt haben. Haben wir da noch zwei Stück und die dort außen. Ein bisschen höher. Ein bisschen mehr höher. Vielleicht soll ich aber durchspannen, damit es klappt. Da ist er an mir vorbeigeflogen. Den haben wir erwischt, sehr schön. Den versuchen wir noch. Oh, der kann auch... Es kann auch gut sein, dass der viel zu weg ist. Ne, den haben wir erwischt, sehr schön. Und den haben wir auch erwischt, sehr schön. Dieses ballistische Schießen macht das im Endeffekt sogar ein bisschen einfacher, weil wir das dadurch halt schaffen können. Wow, den habe ich auch auf Glück getroffen. Und jetzt haben wir sie, glaube ich, alle getroffen. Also, wenn ich jetzt anfangen kann, auf den Dicken da zu schießen. Ich hätte vielleicht nicht unbedingt runterspringen sollen, aber egal. Und. Er hat den Fehler gemacht, so nah an mich ranzukommen, dass ich das Nano-Schwert nehmen kann. Was auf jeden Fall nicht gesund für ihn war. Natürlich, ballistische Schießen bei ihm selbst treffen ist nicht unbedingt meine Stärke. Weil ich da die Flugbahn meistens nicht mit einberechnen kann aus dem Stand. Ich versuche mal, ob wir ihn damit vielleicht irgendwo treffen können. Und damit haben wir den Laser schon mal verbraucht. Aber ich habe es ein bisschen noch getroffen gehabt. Und zum Glück hält unser Bogen noch deutlich länger. Sag, tu mir den Gefallen, komm hier hin. Das war zwar jetzt das Schwert, nicht das Nano-Saber, aber egal. Schade, die Treppe dreht ja mal ab, das wusste ich noch gar nicht. Dann sollte ich vielleicht, wenn er so im Anflug ist, warten, dass er ihn vielleicht mit dem Nano-Saber bekommt. Gut, dass ich hier die Infinity-Verzauberung habe. Kommen wir mal wieder runter, Junge. Ich hätte keine Lust, jetzt auch noch Pfeile mit mir rumschleppen zu müssen. Ach komm schon, ich habe dich doch schon zur Hälfte. Jetzt machen wir das Leben noch nicht unnötig schwer. Und gut, dass ich das einfach noch geschafft habe, damit... Oh. Jetzt habe ich wieder meinen eigenen Vorsatz nicht erfüllt, wobei wir mit dem Bogen auch gut Schaden machen. So ist es nicht, das ist also in Ordnung. Kann ich auch noch leben. Da sieht man immer wieder meine Obsidian-Abbau-Maßnahmen.
Schade, da ist er vorbeigekommen. Ich dachte, er wird noch so einen netten Schwenker auf mich machen. Na, er kommt nicht runter, schade. Das kriegen wir auch nur einen Treffer hin. Egal wie schnell ich haue, das kriege ich noch nicht besser hin. Ah, das war ein bisschen zu flach. Zu spammen, wenn er hier unten war. Das hat auch nicht so perfekt geklappt. Ah, wir kriegen aber trotzdem jedes Mal gut einen mit, wenn er da hier hinkommt. Aber mal ein bisschen eine Bewegung in der Hoffnung, dass er wiederkommt. Ah, das war nicht so erfolgreich. Da habe ich nicht schnell genug gespannt gehabt. Ihn beim Vorbeifliegen erwischt. Und noch einmal, als er dann die Schleife gemacht hat, um uns anzugreifen. Sehr schön. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier viel zu kommentieren soll. Ich meine, normalerweise kommentiere ich ja technische Dinge oder wenn ich etwas baue, kann ich kommentieren, was ich vorhabe zu bauen. Jetzt habe ich halt vor, auf diesen neuen Drachen zu schießen und das mache ich auch schon die ganze Zeit. Seit grob 10 Minuten bin ich hier im End, glaube ich. Ich glaube, vielleicht einen Tacken mehr. Und die Zeit verbringen wir auch damit, auf ihn zu schießen. Fast. Na gut, die hat wahrscheinlich die erste Hälfte mit den Dingern zugebracht und dann die zweite Hälfte mit ihm. Aber trotzdem. Nicht unbedingt das Allerspannendste. Aber gleich bald habe ich ihn. Ich muss nur zusehen, dass ich ihn irgendwie hier über der Insel kaputt mache, weil er droppt, glaube ich, ganz viele Erfahrungspunkte und dieses olle Ender-Ei, was ja mal als Sammelgegenstand ganz beliebt ist. Und ich glaube, er lässt es einfach auf der Stelle fallen. Das wäre ein bisschen uncool, wenn wir dann ihn kaputt schießen, während er gerade über dem Nichts ist. Und mir fällt auch was auf, glaube ich, oder? Ich bin immer noch auf Peaceful. Ich sollte zumindest mein Fenster aber auf Easy gehen. Oder auch, ich kann nicht auf Normal gehen. Dann spawnen hier immer wieder Ender. Ich habe die ganze Zeit gar nicht gemerkt. Entschuldigung, Leute. Das war keine Absicht. Ich wollte mir das da nicht unbedingt einfacher machen als nötig. Ich habe einfach nur nicht dran gedacht, dass ich auf Peaceful war, als ich zwischen den Folgen OT rumgestanden... Nee, OT sage ich schon, rumgestanden habe. Da habe ich einfach ins Inventar gegangen und habe gewartet. Und währenddessen habe ich... auf Peaceful geschaltet gab, damit mir dann nicht irgendwann bei mir landen kann. Ah, fast habe ich dich. Ich hoffe, der Enderman hat mich, den habe ich jetzt nicht angesehen. Ein Anflug noch, mein Freund. Ah, da schwebt schon Enderman hin und her. Aber es kann auch sein, dass er einfach nur getroffen wurde. Unsere Rüstung macht das eh alles noch mit. Und da habe ich ihn erwischt. Von haben wir uns da Glücksritter schnell unter ihn stellen, falls ihr etwas spawnt und zwischendurch wieder essen. Falls ihr kurz runterfällt. Oh ja. Das auf dem Bedrock-Ding müsste dann gleich das Ei sein. Erstmal gibt es hier unheimlich viele Erfahrungspunkte. Die könnte ich eigentlich mal einsetzen, um mein Soulstealer-Schwert zu reparieren. Wie habe ich es heute mit der Aussprache so ein bisschen? Da ist das Ender-Ei, was ich jetzt angeklickt habe und dann ist. Ist verschwunden. Okay. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Ich dachte, naja, wir springen schon wieder zurück. Kriegen hier gleich einen kleinen Abspann oder so. Sieht zumindest so aus. Kann ich den auch überspringen? Ja, ich kann ja auch überspringen. Okay, weil Abspann gucken wollte ich jetzt nicht unbedingt. Wir können unseren Kram hier wieder reinräumen. Ja, das Schwert kann ich eigentlich... Das Schwert werde ich wohl nicht da reinräumen. Der wird wieder angezogen. Ups, jetzt habe ich das Holz weggeschmissen. So. Unser Heimatbuch kommt wieder da rein. Das Schwert werde ich, denke ich mal, erstmal... Wobei, eigentlich könnte ich das jetzt auch mal einsetzen, eine Zeit lang statt dem Nano-Schwert, weil das ist jetzt nicht so super geil, aber schon ganz nett. Das hier möchte ich irgendwann wieder repariert haben. Und deswegen nehmen wir uns das mal mit und ein paar Diamanten. Oder alternativ verzaubere ich neue. Ich hätte ja sogar noch Lust, neue zu verzaubern. Einfach nur, weil wir es können. Ich mache mir einfach mal zwei neue und verzauber die mal.
ich gespannt bin, ob da noch was Gutes dabei rumkommt. Leider ist das neue Thorncraft-Update immer noch nicht raus. Da warte ich schon ganz gespannt drauf, weil da sollen neue Thorncraft-Gegenstände und dafür auch Verzauberungen rauskommen. Und ja, jetzt, wo ich hier aufnehme, ist es halt noch nicht draußen. Das finde ich ein bisschen schade, weil da freue ich mich schon richtig drauf. Allgemein freue ich mich schon auf all das, was Thorncraft noch so an Content liefert. Haben hier Disjunct, Knockback, Warple, na, finde ich nicht so toll. Und Smite, Fire Aspect, Warple finde ich auch nicht so toll. Ich hätte gerne was mit Looting und Sharpness und ohne so lästige Dinge wie Fire Aspect und Knockback, weil die machen nur Probleme. Schade eigentlich. Aber wir können auch mal nach unseren Bienen gucken. Hier ist wieder eine... ich sollte meine Bienensachen auch rausholen. Eine Common Bean draus. Common Meadows. Da brauche ich, kann ich auch ohne Dingsbums entscheiden, was ich mache. Nämlich hier weiter züchten. Du arbeitest noch. Oho, das heißt, wir waren noch gar nicht so lange weg. Es war nur einfach die eine Biene sehr, sehr, sehr kurzlebig. Und du hast schon wieder Probleme mit deinen Pflanzen. Aber du bist schon eine Marschia. Ja. Letztes Mal hat der Pilz noch gereicht. Ja, dann holen wir hier halt noch ein paar neue Pilze. Die eine können wir hier auf jeden Fall schon mal wegtun. Die werde ich wohl so nicht nutzen. Und dann hole ich mir mal doch noch ein bisschen Dreck und ein bisschen Pilze. Und schauen, ob ich das... ich bräuchte es mir nur, die Pilze zu holen. Ob ich da vielleicht irgendwie noch dafür sorgen kann, dass die zufrieden ist. Gieriges Bienending, ey. So, ein bisschen Dreck werde ich wohl brauchen zum Basteln hier. Kicken wir mal, wie ist es da? Nein, wenn ich dann... Da liegt ganz viel Gravel. Ganz viel Gravel ist irgendwie immer voll uncool. Da passt noch einer hin. Reicht die aber auch nicht. Was will die denn haben? Hat die vielleicht mittlerweile andere Ansprüche? Das könnte natürlich auch immer mal passiert sein. Sollten wir vielleicht sicherheitshalber mal analysieren. Oh nein. Brauche ich gar nicht analysieren. Ich sehe es da auch so. Die möchte mittlerweile Blumen haben. Wahrscheinlich, weil es irgendeine Mischform ist. Das heißt, ich könnte sie auch wieder hier züchten, aber ich mache es mal weiter hier, denn die wird sicherlich zwischendurch auch noch Ansprüche auf Dingsbums hier Pilze irgendwann erheben. Und ich weiß, dass ich hier noch ein Blümchen habe. Und dann kommt sie da wieder rein. Und dann züchtet das auch sehr schön. Hätte ich vielleicht beim ersten Mal schon darauf achten sollen, dass da steht Flowers. Und durch den, wahrscheinlich durch den Forestry Beat hat sich das dann durchgesetzt. Naja, dann haben wir das soweit auch. Ich habe da gar keine Tür drin, ne? Ich habe hier die Tür. Schwupp. Ich werde jetzt für den heutigen Part erstmal wieder Schluss machen, denke ich. Wir haben jetzt damit heute und auch gestern wieder kürzere Parts, aber dafür gibt es auch ab und zu mal überzogen lange Parts. Aber dann kann ich mich jetzt hinstellen, werde hier nochmal ein bisschen offscreen zwischen den Parts ein bisschen züchten, in der Hoffnung, gleich ein paar coole Bienen zusammenzubekommen. Das kann ich eigentlich schon mal mitnehmen, bei Zeiten verarbeiten. Haben wir immerhin hier noch die Zentrifuge und von dem normalen Comps haben wir schon sehr, sehr lange keine mehr gehabt. Kann ich also wohl gebrauchen. Hier habe ich die Kerzen. Die kann ich mir mittlerweile aus verschiedensten Sachen machen. Magischer Wachs kann das, normaler Wachs kann das schon nicht genauso, ja. Der magische Wachs, das ist der aus den Thorncraft, der kann auch ein bisschen mehr. Glasfiolen, je nach Kombination kann man davon bestimmt viele machen. Was halt ganz cool ist, wenn man an die anderen Sachen ausgeht. Und er kann auch Kapseln. Und das Coole ist, habe ich gehört, diese Kapseln sind länger lagerfähig. Also da passt doppelt so viel rein, was halt sehr cool ist. Jetzt habe ich natürlich... Sollte ich vielleicht nochmal danach gucken, wie man den macht. Occult Comp, Otherworthy Comp, Peppery Comp, Stark Comp, Fiery Comp, Airy Comp. Das sind, also da kann man die Shards mit reinzüchten. Die dann hier Earth and Propolis geben. Was können die denn so? Nur so aus Neugier. Ja, da kann man den nämlich wieder welche rausbekommen dann hinterher. Dann gehen wir wieder darauf. Ist natürlich, hier steht natürlich nie damit dran, wie man die bekommt, aber ich denke, was ist den meisten recht klar. Man kann die hier auch squeezen, dann kriegt man das wieder. Und halt die Zentrifuge. Und da muss ich die dann halt züchten. Und dafür brauche ich, denke ich, einiges an mächtigeren Bienen.
Vor allen Dingen möchte ich da zuerst mal ein Alviary haben, um. Wir haben schon wieder eine Diligent und eine Cultivated. Das könnte funktionieren. Weil es gibt ja die verbesserten Sachen für Bienen, um die da drin zu züchten. Diligent, Diligent, sehr schön. Hybriden haben wir noch keinen entdeckt. Und du bist Cultivated Noble. Was ist das denn für eine sehr komische Kombination, die dabei entstanden ist? Aber wir probieren das einfach mal. Wenn sich da das Cultivated weiter vergibt, dann könnte das funktionieren, dass daraus eine andere Biene wird. Also die nächstbessere nach der Diligent. Ich weiß nicht, welche genau das ist, aber das ist halt dann machbar. Und dann brauche ich wieder Diligent Drohnen, um die höher zu züchten. Ja, wie gesagt, ich werde da ein bisschen dran arbeiten, um das hochzubekommen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.